mitten rein ins Abenteuer. Gleich neben dem Highway der Wilde Westen. Wir sind umzingelt und erleben beeindruckende Momente mit Amerikas wilden Tieren. Wir erleben Typen, die die große Show abziehen, und nächtliche Besucher, die unheimlich gefährlich aussehen. Und natürlich bremsen wir wieder für Tiere, für kleine Unscheinbare, für eitle Selbstdarsteller, und wir versuchen uns in Fremdsprachen. So manches läuft uns über den Weg. Steigen Sie ein in unseren alten LKW, kommen Sie mit uns mit. Es wird wieder tierisch lustig und interessant auf dem Highway durch die Prärie. Diesmal geht es vom Grasland in das offene Buschland. Die Bisons. Sie werden auf dieser Reise immer wieder unseren Weg queren. Im Buschland von Oklahoma beginnen wir unsere Fahrt, ziehen weiter durch die Hügel von Kansas und durch Colorado und Wyoming nach Norden. Von dort rein in die Rocky Mountains, wo die Prärie bis weit in die Bergtäler reicht. Sanfte Präriehügel und Bisons bis zum Horizont. Davon schwärmten alte Expeditionsberichte. Für lange Zeit gab es diesen Anblick aber nicht mehr. Indianerbüffel waren fast ausgerottet. Frühstück bei Bisons, das ist heute wieder möglich. Naturerlebnis pur am Straßenrand. Im Tall Grass Prairie Preserve in Oklahoma, einem Schutzgebiet für Grasland, kann man heute wieder erleben, wie die Prärie einst aussah. Bisonland, Grasland. Weit mehr als 100 Arten Gräser wachsen in Nordamerikas Prärie. Und manche sind beeindruckend groß, über 2 Meter. Jetzt im Vorfrühling sind sie rascheltrocken und sehr feuergefährdet. Wir sind erstaunt, mit welcher Gelassenheit die Bisons den nahenden Flammen zuschauen. Feuer gehört zur Prärie wie Regen, Sonne und Wind. Die Bisons sind gewöhnt, dass es in ihrem Lebensraum brennt. Das Feuer ist keine Katastrophe, im Gegenteil. Es ist der Freund der Prärie. Es verhindert, dass sie mit Büschen und Bäumen zuwächst. Die Weißwedelhirsche, sie machen sich bei Zeiten aus dem Staub. Ihnen fehlt die stoische Ruhe der Bisons. Weißwedelhirsche lieben das offene Buschland, diesen abwechslungsreichen Lebensraum zwischen Wald und Prärie. Die regelmäßigen Feuer haben diese Landschaft geformt. Ein bisschen nervös und beunruhigt wirken sie schon, die Weißwedelhirsche. Auch den Bisons wird es jetzt zu brenzlig. Vielleicht stört sie aber auch nur der dicke Rauch. Manchmal brennen die Feuer über viele Tage, fressen sich langsam durch das trockene Gras. Besonders gut brennen die Bison-Briketts, die auch schon die Indianer zum Feuermachen nutzten. Präriefeuer gehören zum Kreislauf der Natur. Ein stimmungsvolles Bild. Kleine Straßen führen uns quer durch Oklahoma.
Büsche und Bäume in der Prärie eine vielseitige Landschaft. Da gibt es für uns fast hinter jeder Kurve etwas zu sehen. Wow, sind die groß. Wilde Truthühner versammeln sich in ihrem Schlafbaum. So sehen sie also aus, die Vorfahren unserer Truthühner, die auch in Europa als Nutztiere in Geflügelfarmen gehalten werden. Hier haben wir sie vor uns, so quasi die Wildform unserer Putenschnitzel. Truthühner sind wirklich groß und schwer, 5 bis 10 Kilogramm. Anders gesagt, der Wappenvogel Amerikas, der Seeadler, ist deutlich kleiner. In den hohen Bäumen sind sie nachts vor Feinden sicher. Aber bis jedes Huhn die richtige Haltung auf einem bequemen Schlafast gefunden hat, das dauert ein Weilchen. Sie gehen mit den Hühnern schlafen. Wie das alte Sprichwort sagt, suchen sie sich vor Sonnenuntergang einen sicheren Platz für die Nacht. Der aufgehende Vollmond, er erlaubt uns einen Blick in das Schlafzimmer der Truthühner. Noch immer sind sie nicht richtig zur Ruhe gekommen, aber langsam wird es still im Schlafbaum. Der schaurige Ruf des Uhus gibt der Vollmondnacht die richtige Stimmung. Bereits im Morgengrauen sind die Truthühner wieder wach und frühstücken. Wie im Schlaraffenland hängen ihnen die Blütenstände der Pappeln direkt vor den Schnäbeln. Na dann, guten Appetit. Für die Truthühner fängt der Tag an, bei ihm ist es umgekehrt. Er geht jetzt schlafen. Der Virginia-Uhu hat durchgemacht. Wir haben ihn die ganze Nacht rufen gehört. Er hat Beute gejagt und was eine Nachteule sonst so macht. Auf jeden Fall ist er jetzt rechtschaffen müde. Die Truthühner werden immer unternehmungslustiger und gehen auf die Straße. Wir haben es fast geahnt. Oh Mann, sind das viele. So etwas haben wir noch nie gesehen. Das sieht ja aus wie auf einer Geflügelfarm. Aber wir schwören, das sind alles wilde Truthühner. Ein stolzer Hahn und sein Harem. Wie er das auf die Reihe kriegt, das müssen wir uns näher ansehen. Das mit dem Näher anschauen klappt nicht. Die Vögel verdrücken sich. Wilde Truthühner gelten in Amerika als schwierigstes jagdbares Wild. Als Tierfilmer würden wir sagen, sie sind kamerascheu. Der einfachste Weg, einem Truthahn nahezukommen, ist Sonntag bei einer amerikanischen Familie. Aber dann ist der Truthahn braun, knusprig und zugegeben lecker. Truthähne sind hier nicht nur am Erntedankfest beliebt. Die großen Braten sind aber meist Farmtiere und keine selbstgejagten. Seine Ernennung zum Wappenvogel der USA hat der Truthahn nicht geschafft. Aber immerhin ist er das Nationalgericht zu feierlichen Anlässen. Diese Ehre ist ihm sicher. Bei dieser Gelegenheit möchten wir einmal unseren Freunden, der Familie Payne, danken und allen Amerikanern, die uns mit offenen Armen empfangen und unterstützt haben. Zurück im harten Tierfilmeralltag. Wir haben tief in die Trickkiste gegriffen, uns vom Jagdausrüster beraten lassen und alles gekauft, was ein erfolgreicher Truthahnjäger braucht.
Das Quietschgerät ist nicht gerade Hightech, aber es funktioniert. Es imitiert den Ruf der Weibchen. Das lockt den müdesten Truthahn aus der Reserve, hat uns der Verkäufer versprochen. Natürlich brauchen wir auch einen Tarnanzug und sehr viel Geduld und Sitzfleisch. Der Traum von der Tarnkappe ist für uns wahr geworden. Wir fühlen uns unsichtbar in den modernen 3D-Tarnanzügen, Modell Blätterimitat im Look bemooste Eiche. Das ist ein Kardinal. Er hat keine Ahnung, dass wir ihn aus unmittelbarer Nähe belauschen. Unsere Unsichtbarkeit gibt uns das Gefühl, einen besonders intimen Einblick in den Wald zu haben. Nach einer Stunde Quietschen, endlich. Wir sind überrascht, es ist ein Weibchen, eine Truthenne. Hat der Verkäufer nicht behauptet, der Lockton macht die Männer munter? Für uns ist das verständlich. Die Truthenne reagiert auf den weiblichen Ruf aus unserer Quietschdose, weil sie eine Nebenbuhlerin vermutet. Da sie aber niemanden sieht und wir auch nicht mehr rufen, geht sie wieder zum Alltag über. Die scheuen Truthühner lieben diese Waldinseln in der Prärie. Hier finden sie anderes Futter als draußen im Grasland, können ihre Nester besser verstecken und sind selber schwerer zu sehen als auf großen offenen Flächen. Zur perfekten Tarnung gehören natürlich auch ganz langsame, unmerkliche Bewegungen. Mit der Umgebung verschmelzen ist das Geheimnis. Unser deutscher Akzent kommt gut an. Er redet mit uns. Ein prächtiger Bursche und von seiner Schönheit voll überzeugt. So groß und bunt, so originell haben wir uns wilde Truthähne nun doch nicht vorgestellt. Fächerschwanz, schillernde Schmuckfedern, bunte Hautlappen. Was für ein Outfit, um den Damen zu imponieren. Truthennen finden so einen Hahn umwerfend schön. Jetzt kommt er direkt auf uns zu, uns richtig nahe. Und noch einmal führt er uns alle schmückenden Accessoires für eine Großaufnahme vor.
Ach nee, jetzt sind wir aber sauer. Wir sitzen uns im Wald für viele Stunden das Hinterteil platt und auf unserem Parkplatz am Waldrand stolziert eine Truthenne rum. Und die muss sehr attraktiv sein, denn die Männer kommen in Scharen. Wir können es nicht so beurteilen, aber sie muss wirklich schön sein. Ihre schlanken Füße, ihr graziler Schritt, das bringt die Hähne in Wallung. Was für ein Kerl, der Truthahn in voller Kraft und Schönheit. Flügel geräuschvoll am Boden schleifen, auffallen mit allen Mitteln. All das gehört zum Balzritual der Truthähne und vor allem das typische Rufen, das Gobbeln. Da haben wir jetzt richtig Glück gehabt. Die als extrem scheu geltenden wilden Truthähne haben uns die ganz große Show vorgeführt auf dem Parkplatz vor unserem Auto. Jetzt gehen sie zurück in den Wald und machen uns den Heimweg frei. Erste Frühlingsblüten, erste Frühlingslieder. Kardinal und Judasbaum, der April bringt den Frühling. Wer ist denn hier schon wieder auf der Straße? Die Schildkröte ist sich der Gefahr gar nicht bewusst. Sie vertraut auf ihren Panzer. Was Jahrtausende Schutz bot, funktioniert bei Autos nicht mehr. Man sieht es ihr an, die moderne Welt versteht sie nicht. Wie alle Schildkröten sind auch die amerikanischen Box Turtles Tiere aus einer vergangenen Zeit. Kommt runter von der Straße. Jetzt im Frühling gehen die Schildkröten auf Wanderschaft, suchen einen geeigneten Platz zur Eiablage. Leider sind die meisten Tiere, die wir auf der Straße sehen, bereits flach. Wir haben es ähnlich bequem wie die Schildkröten. Auch wir haben unser Haus immer dabei. Es ist sehr praktisch, direkt vor Ort zu sein, wenn die Tiere uns rufen. Aha, gewichtiger Besuch. Sie sind es, unsere Freunde, die Bisons. Bisons sind neugierig, sehr sogar. Alle Veränderungen in ihrem Revier werden umgehend untersucht. Angst vor unserem großen Wagen haben sie scheinbar nicht. Es fällt uns schwer einzugestehen, dass uns nicht allein die Ehre ihres Besuchs gilt, sondern auch dem frischen Grün auf dem Weg. Bisons sind friedfertige Tiere. Man glaubt das immer nicht bei dem Gewicht, der Kraft und dem Aussehen.
Aber wenn man sie nicht ärgert, erschreckt oder ihnen zu aufdringlich nahe kommt, dann tun sie niemandem etwas zuleide. Wir bleiben aber lieber im Fahrzeug, wollen sie nicht stören, weder erschrecken noch provozieren. Nein, wir sehen in ihnen keine gefährlichen Biester. Die Bisons sind so knuffig und markant im Aussehen, so tief verwurzelt in der Geschichte des Wilden Westens. Wir haben sie einfach gern, die Herren der Prärie, die Bisons in Amerika. Der Streifenkauz ruft, wie jede Nacht. Aber da war noch ein anderes Geräusch, das müssen wir erkunden. Ach du meine Güte, da macht einer einen auf Vampir. Aber direkt unter dem Auto, da muss auch noch etwas sein. Da haben wir ein Geräusch gehört. Ja, da ist es, noch so ein Untier. Ein harmloses Opossum. Wir freuen uns immer über so einen Besuch. Das könnte eine Opossum-Mutter mit ihrem halbstarken Nachwuchs sein. Dafür spricht der Größenunterschied und das Verhalten. Ständig wird die Mutter angemotzt. Ein ganzer Film muss im Gehirn unseres Opossums ablaufen, wenn es an unseren Reifen schnuppert. Es ist ja nicht nur der Geruch des Gummis. Ein Autoreifen bringt eine Vielzahl neuer Gerüche in das Revier. Von Teer, von Erde, von Kräutern. Und von den vielen überfahrenen Tieren, die auf amerikanischen Straßen liegen. Alles hinterlässt Duftspuren und manchmal hat sich auch noch etwas Fressbares im groben Reifenprofil festgesetzt. Ach ja, bevor wir es vergessen, Opossums sind Beuteltiere, die einzigen in Nordamerika. Im Lichtkegel ein wandernder Staubwedel, schwarz-weiß und auffallend. Auf Tarnung ist er nicht aus, der Streifenskunk. Das Stinktier ist gut bewaffnet. Seine chemische Verteidigung ist gefürchtet von allen Tieren Amerikas. Deshalb können die Stinktiere selbstsicher und gemütlich bei Nacht auf Nahrungssuche gehen. Mit ihren Stinkdrüsen haben wir glücklicherweise noch keine praktische Erfahrung gemacht. Aber einer unserer amerikanischen Freunde ist als Kind von einem Stinktier angespritzt worden. Weil keine Seife half, hatte er 2 Wochen Schulverbot. Selbst seine Brüder und sein Hund sind ihm aus dem Weg gegangen. Wegen Opossum und Stinktier ist es spät geworden in dieser Nacht. Und am nächsten Morgen können wir nicht ausschlafen. Da ist bereits Highlife in der Prärie, lange vor Sonnenaufgang. Merkwürdige Töne leiten den Frühlingsmorgen ein. Präriemusik zum Sonnenaufgang. Die ersten Sonnenstrahlen setzen sie ins Rampenlicht. Jetzt stellen sie sich vor und legen richtig los. Die Präriehühner bei ihrer Gruppenbalz. Oh, my God.
Dschungel der Prärie. Sie geben sich alle Mühe, möglichst eindrucksvoll zu erscheinen. Sie hopsen, flattern, trampeln mit den Füßen. Sie gackern, gurren und schnurren. Sie stellen hinten die Schwanzfedern auf und vorne die Federohren. Kurzum, sie machen die ganz große Show. Und alles nur, wie immer, um den Weibchen, den Präriehühnern zu gefallen. Die Damen stehen abwartend am Rande und treffen im Stillen ihre Wahl. Gurrend die Kehlsäcke aufblasen, die trampelnden Füße mit einem Schnurrton unterstützen. Choreografie vom Feinsten. Gespreizte Flügel und aufgestellter Schwanz. Eindrucksvoller Tanz der Präriehühner. Auch den Indianern hat das wohl gefallen. Sie haben Schritte und Körperhaltung als Vorlage genommen für ihre Stammestänze. Das wird nichts, wenn's dem Nachbarn nicht gefällt. Um diese Prärieschönheit lohnt es sich zu streiten, heftig und verbissen. Inzwischen steht die Sonne hoch und die Recken werden müde. Für heute reicht es. Langsam löst sich die Balzgesellschaft auf. Die Präriehühner gehen frühstücken. Öl in der Prärie. Seit über 100 Jahren wird hier gebohrt und gefördert. Manche der alten Ölpumpen sind so originell archaisch, dass sie schon wieder schön sind. Ihr Treibstoff ist das Erdgas, das mit dem Öl aus dem Bohrloch strömt. Einen Höllenlärm machen sie bei Tag und Nacht, Jahr ein, Jahr aus. Trotzdem entdecken wir einen kleinen Vogel, den das nicht stört, der sich hier zu Hause fühlt. Ja, das ist eine amerikanische Rauchschwalbe und ihr Mann. Die Vögel wollen sich hier niederlassen. Trotz Vibration und Lärm wollen sie hier ihr Nest bauen. Die Rauchschwalben kleben auch in Amerika ihre Lehmnester in Gebäuden an die Wand. Hier in der offenen Prärie müssen sie mit der Ölpumpe zufrieden sein. Vielleicht machen der Krach und das ständige Auf und Ab den Nistplatz aber auch besonders sicher vor Feinden. Da wiegen die Vorteile ein paar Unannehmlichkeiten wohl auf. Am Straßenrand in der warmen Frühlingssonne sitzt ein Mummelmann. Ein Baumwollschwanzkaninchen. Es genießt, sichtlich zufrieden, die ersten grünen Gräser und Präriepflänzchen. Der Lärm der Ölpumpe macht seinen empfindlichen Ohren wohl nichts aus. Es kennt die Welt ja auch nicht anders. Hier ein Blättchen, dort ein Helmchen, ganz sorgfältig ausgewählt und dann das Ganze gründlich durchkauen. Und wir glauben, es mümmelt im Takt. Ein Großteil der Prärie wird heute landwirtschaftlich genutzt und entsprechend vom Menschen umgestaltet. Unsere nächste Straßenbekanntschaft findet das sogar gut. Hier gibt es viele Drähte und Zäune zum Sitzen und zum Singen. Uns freut es, er trägt Schwarz-Rot-Gold, obwohl er hundertprozentiger Amerikaner ist. Der Rotschultersterling ist weit verbreitet. Vielleicht einer der häufigsten Vögel auf diesem Kontinent. Praktisch jeder Amerikaner kennt ihn und seine markante Stimme.
Im Frühling ist ein Rotschultersterling sehr beschäftigt. Von Stromleitungen, Zaunpfählen und Bodenerhebungen aus muss er von früh bis spät verkünden, dass er hier wohnt. Seine Botschaft ist: Hallo, liebe Weibchen, hier wartet ein toller Kerl auf euch. Und ihr Männer, ihr haltet euch hier besser raus. Oh je, mitten auf dem Highway sehen wir ihn gar nicht gern. Geschafft. Mal wieder Glück gehabt. Invasion aus der Prärie. Auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt ist heute richtig was los. Mit dem Wind sind die Tumbleweeds unterwegs. Es sieht immer lustig aus, wenn die Tumbleweeds mit dem Wind auf Reisen gehen. Aber beliebt sind sie nicht. Die trockenen Purzelkräuter, die wandernden Büschchen. Sie sind überall, wo man sie nicht brauchen kann. Wir machen Strecke, fahren durch Wyoming Richtung Norden. Die Prärienester sehen ausgestorben aus. Der Wilde Westen hat seine besten Zeiten hinter sich. Der Sheriff am Straßenrand aber auch. Die Berge der Rocky Mountains rücken näher. In den weiten Tälern Prärie, links von uns Kulturland, Viehweiden, rechts neben dem Highway Sagebrush-Prärie. Millionen kleiner Wermutbüschchen wachsen hier mit dem Gras um die Wette. Erste Blätter an den Pappeln und erstes Grün auf den Weideflächen. Im Buschland hat der Präriefrühling andere Farben. Hier explodieren die Blüten der Küchenschellen zwischen den Wermutbüschchen. Das ist die Wanderdrossel. Sie ist Experte in ihrem Fach. Schauen wir ihr zu. Weidmannsheil, ein kapitaler Regenwurm. Vor dem Essen Dreck abschütteln. Die Wanderdrossel mag ihren Wurm ohne Beilagen. Tau ziehen. Wenn der Wurm abschlafft, ein kurzer Ruck. Ach du Schreck, ein Pirat. Der Kiefernherr lässt andere für sich arbeiten. Das ist unfair, denn selber ist er zu ungeschickt. Thank you.
die Wanderdrossel und der Kiefernhäher. Sie sucht, er frisst. Unfreiwilliges Teamwork. Das kennen wir. Unsere Freunde, die Bisons, bremsen uns mal wieder aus. In aller Ruhe laufen sie in der Mitte der Straße. Ja, wir haben es kapiert, die Prärie gehört den Bisons und nicht uns. Die Jünglinge strotzen vor Kraft und Übermut. Sie haben nichts anderes zu tun, als sich auf eine Karriere als erfolgreicher Oberbulle vorzubereiten. Deshalb verbringen sie viel Zeit mit Rangeln und Rumtollen. Im spielerischen Kräftemessen lernen sie, wie man später einmal Nebenbuhler in Schach hält und Weibchen beeindruckt. Die Spielwiese der Bisons, die Wermutbuschprärie, ist auch das Zuhause eines kleinen Vogels, den wir im Deutschen Grünschwanzgrundammer nennen. Die Grundammer. Ihr einfaches Liedchen trägt sie hingebungsvoll vor, lässt sich auch vom Grunzen der Büffel nicht aus dem Takt bringen. Das helle Stimmchen der kleinen Ammer, von früh bis spät erklingt es im Wermutbuschland, hier, wo die Prärie bis in die Berge reicht. Dem Bisonkälbchen dauert die Siesta der Herde zu lange. Es braucht noch nicht viel Zeit zum Wiederkäuen. Was die Alten hier treiben, findet es langweilig. Ein Spielkamerad wäre jetzt recht. Der hier ist noch mit Kauen beschäftigt. Und außerdem spielt ein halbstarker Bison doch nicht mit Kälbchen. Das hier, das riecht wie Bison, spielt aber auch nicht mit. Einer nach dem anderen wird getestet, aber keiner hat Lust zum Spielen. Na endlich, Mama ist aufgestanden. Wenigstens ein bisschen was ist los. Bisonmütter spielen nicht mit ihren Jungen, aber ein paar Streicheleinheiten, die tun gut. Okay,
Die Bisonmutter spielt nicht mit, aber sie ist für das Kälbchen der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Nach der wilden Rennerei ein bisschen Zuneigung und die Bestätigung, das hast du gut gemacht. Und dann natürlich für einen kleinen Bison in diesem Alter das Wichtigste, ein kräftiger Schluck Milch. In der großen Herde gibt es viele Kälbchen, die sich langweilen. Da muss doch irgendwo ein Spielkamerad aufzutreiben sein. Na endlich, da beißt einer an. Mal sehen, wie schnell der rennen kann. Jetzt haben die zwei sich gefunden für ein neues Spiel. Typisch Kinder, der Spieltrieb endet, wenn der Hunger kommt. Die Bisonmutter hat jetzt anderes im Sinn. Die Milchbar ist nicht immer geöffnet. Da hilft kein Drängeln und kein Trampeln. Die Bisonkuh wird unruhig, die Herde ist in Aufbruchstimmung, will weiterziehen. Ja, hier schließt sich der Kreis. Die Bisons ziehen wieder auf die Straße. Auf gut 50.000 Kilometern haben sie uns immer wieder ein Stück durch die Prärie begleitet, haben uns ihre Heimat vorgestellt, das weite Grasland und das offene Buschland. Wir haben sie immer bewundert für ihre Coolness, ihre Ruhe. Egal ob auf der Straße, im Präriefeuer oder beim Besuch in unserem Camp. Danke, ihr lieben Bisons, dass wir mit euch so viel erleben und sehen konnten auf dem Highway durch die Prärie.